Hallo ihr Lieben, heute gibt's cremigen Blumenkohlauflauf. Mega lecker, unbedingt ausprobieren. Los geht's auch schon direkt mit den Zutaten und der Zubereitung. Ihr braucht 25 Gramm Butter, 25 Gramm Mehl, 50 Gramm Creme Fraiche, 300 ml Milch, eine Prise geriebene Muskatnuss, Salz und Pfeffer nach Geschmack, 100 Gramm geriebenen Gouda, 2 gehackte Knoblauchzehen und einen schönen frischen Blumenkohl. Zur Not könnt ihr auch auf die TK-Variante zurückgreifen. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Als erstes wird der Blumenkohl vom Strunk und den Blättern befreit und in kleine Röschen zerlegt. Diese werden dann in leicht gesalzenem Wasser 3 bis 4 Minuten vorgekocht und anschließend kalt abgeschreckt. Dann geht's mit der leckeren Käse-Bechamel-Soße weiter. Dazu wird die Butter zerlassen und das Mehl dazugegeben. Kurz anschwitzen lassen und mit der kalten Milch glatt rühren. Das Ganze sollte unter Rühren eine Minute aufkochen. Sobald die Bechamelsoße schön angedickt ist, kommen Knoblauch, Pfeffer und Salz sowie Muskatnuss, Creme Fraiche und Gouda dazu. Alles gut verrühren und die Soße ist fertig. Der Blumenkohl wird in eine leicht gebutterte Auflaufform gegeben und mit der Bechamel vermengt. So kommt der Auflauf dann für 25 bis 30 Minuten bei 190 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen. Und so sieht unser leckerer Auflauf dann am Ende aus. Noch etwas frisch gehackten Schnittlauch darüber und das Ganze kann serviert werden. Lasst es euch schmecken, ihr Lieben! Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Kochkino schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.